5:0-Sieg gegen Pfeddersheim zur Halbzeitstand schon 4:0. Ja, da war die Sache im Grunde schon gegessen. Ihr habt losgelegt wie die Feuerwehr. Ja, wir wollten von Anfang an Gas geben, wollten den Zuschauern nochmal vielleicht den nicht so guten Saisonstart nochmal zeigen, dass es auch anders geht. Ja, und dann wollten wir Gas geben, die ersten 10 Minuten mal voll Dampf drauf. Hat sich gelohnt, sind dann früh in Führung gegangen und ich denke auch sehr verdient. Aufstellung war auch im Grunde ein Signal. Ihr habt ja im Grunde, wenn ich das richtig gesehen habe, mit nur einem echten Sechser gespielt, mit Fischer und ja, davor eine offensive Viererreihe plus Jan Brandscheid vorne. Ja, ich habe ein bisschen vor Maurice Roth noch gespielt, hinter Jan Brandscheid. Ich würde sagen, ist alles super gelaufen, 5:0-Sieg und ja. Ja, bist du auch mit ein bisschen Wut im Bauch aufgelaufen, in Anführungsstrichen 9 Minuten nur im ersten Spiel, danach zweimal auf der Bank geschmort. Ja, jetzt nochmal die Chance von Anfang an bekommen, nach der Einwechslung letzte Woche. Ja, natürlich. Ich meine, es ist immer so, dass man dann auch nicht froh ist, wenn man dann auf der Bank sitzt. Klar ist es dann so, dass man dann auch mehr Spielzeit haben möchte. Wenn der Trainer einem dann zweimal auf der Bank schmoren lässt, ist es nicht schön, aber Training habe ich mich angeboten. Hab gearbeitet hat, ja, dass er mir heute die Chance gibt, natürlich umso besser und ich glaube, ich habe sie noch gut zugezeigt. Beim Elfmeter hast du dir direkt den Ball geschnappt. Ihr habt, glaube ich, gestern noch ein bisschen geübt und da hast du dich wohlgefühlt. War also klar, dass du zum Punkt gehst, wenn sich die Chance eröffnet? Wir haben gestern mit Brandy und Maurice, wir drei sind eigentlich die da in Frage kommen. Haben wir noch ein bisschen uns den Ball hingelegt, einfach um da ein bisschen Sicherheit zu haben, falls mal so ein Ding nochmal kommt. Vielleicht auch mal früher, dass es nur noch 0-0 steht, dass wir da einfach auch ein sicheres Tor haben, beziehungsweise ein Schützen, wo es eigentlich vielleicht auch klar ist. Ja, ich habe mich gut gefühlt gestern, habe mir den Ball geholt. Momentan läuft es einfach. Eine Sache können wir noch aufdrehen, wenn du dich mal umdrehst oder ich drehe mich mit dem Video um. Auf deinem Arm ist auch das King Kincher so ein bisschen festgehalten. Wie kam es dazu? Ja, es muss auch mal nachgestochen werden. Es ist so, dass dass wir nach der Schlagzeile klar ein bisschen gelacht wurde in der Kabine letztes Jahr. Ein oder andere Spieler nennt mich noch King. Kommt halt ab und zu. Ich gehe mal davon aus, dass ich es heute auch noch ab und zu noch mal höre. Jo, und da Hanni Münchens Schwester Tätowierin ist und dann haben wir das halt ganz spontan so gemacht. Und es war halt einfach eine lustige Aktion. Und, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.